Hallo Freunde, mein Name ist Master Zero und willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Ja, war gerade ein bisschen shoppen, haben ein bisschen die Mirages aufgepeppt und ja, gehen wir dann mal auf große See. So, Piratenschiff-Deck. Und oh ja, treffen wir einen meiner Lieblingscharaktere aus einem meiner Lieblings- oder so, ich würde so sagen, meinen absoluten Lieblings-Final Fantasy-Teil, nämlich 8. Ready to go? Natürlich bin ich bereit für dich, Quistis. Jederzeit. Godspeed, Gents. Thanks. Oh, right. Where's my manners? Sorry we tried to rob you. We really didn't mean to cause you trouble. You can make it up to me. Perhaps. If you survive. Farewell. Huh? Come on. This way. Falls ihr überlebt. Bis dann. Sehr cool. Wait, where does that road go? It's the way back to town. I mean, isn't that how you got here? The other road is crawling with mirages. Nobody uses that one anymore. Dude! Oh, I so wish we knew about that coming in. Well, that figures. I thought something about these docks smelled fishy. But at least we found some good the mirages. No worries, the right? Yeah, no worries at all. Aww. Here she is. Wow! I set the helm to autopilot, so it'll take you right to the low seas. Now get going before the Thane or the rest of the Federation catch on. Wow, you're just as nice as a peach. Thank you for everything. Bye now. Don't come back and haunt me. Huh? What? Ah, das Spiel ist cool. Well, at least it's starting to warm up. Ah, yeah. The breeze is really nice. I can't believe they loaned us this great boat. We really lucked you out this time. Dude, I know, right? You don't even have to steer it. I love the easy life. But Lon, aren't you just a little worried about what Ferris and Krista said? What did they say? Now that you mention it, they did kind of make it to sound like we weren't going to live out the day. Pretty much. I wonder why. What's so bad about the low seas? We're just going south, right? You know, somewhere lower down on the map or something. What if they're called low because of all the low lives living there? That could be it. Hey, Rain? Huh? Is it just me, or is the river getting more whooshy? You think so? Rain, all of a sudden, I'm suddenly getting this really bad sudden feeling. Yeah, me too. Bad feeling? About the what? Das sieht mir eher aus wie ein U-Boot. Wow, Anime! Oh, wow. Note to self. The low seas are not south. What the honking hog? They are literally straight down! What the honking hog? Okay, jetzt weiß ich, was ich meinte, dass das Spiel ein bisschen sehr dumm zensiert ist. Tama, you still with us? Never been the better. But, hey, don't do that on my head. Zwei Regenbögen, schön. Das ist ja geil. Auf zu einem super Start. Wusa.
Interessant. Now that our boat's busted, uh-oh. How are we supposed to get where we're going? Don't ask me. Wie, das Boot ist hin? Oh, das fand ich aber cool. Och, Mann. Oh. Hey. Hör auf damit. Verwende Wasserattacken. Oh, okay. Zum Glück habe ich mir die Gegenstände hier gekauft. Mal eine Fischstopper. Bingo! Vorspulen. Zum Glück sind die ja nicht stark. Fast. Oh. Was ich aber gemerkt habe, der Status, in den ich sie einfangen kann, der hält nicht ewig. Das musste ich leider in der Arena feststellen. Bye bye. Good job. 9700? Wie geil! Oh, dadurch, dass ich Ifrit da unten habe, kriegt er nicht so viele Erfahrungspunkte wie Shiva. Ach, na egal. Eine Seeschlange, vielleicht wirst du irgendwann zu Leviathan. Das wäre geil! Erstmal wegschicken. Huh, looks like even mirages have to put up with mean old bullies. Oh. Rain, come on. Huh? What? We're mirage keepers. If you're gonna let them just swim away. Whoa! You're doing exactly the right thing. Der ist groß. Young Mirage Keepers. My mini mantis here tells me that you saved his life. I thank you. Oh, good. It talked with words. Oh, a talking the mirage. Oh, ernsthaft? No. Tell me what a pair of keepers like you are doing all the way out here. Well. Okay, 2 Stunden später. And then I shall help you find this babble. You are free to ride on my back. Dude! Are you sure? Oh, yes. I'll be your fast craft. Or my best approximation of what a fast craft is. Wow. Oh, ich kann schon wieder zurück. Ach ja, stimmt, die Tour war schon eine ganze Zeit da. Duh. Oh, die sind hier überall. Oh, ich kann aber nicht dahin. Ah, oh, wie süß. Also, ich will. Ach, ich schicke den Baby Moth weg, obwohl er eigentlich sehr viel Level braucht. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwann auf Kamera wahrscheinlich ein bisschen was machen, also welchen Baby Moth wegschicken
und dafür mir die Wasserschlange holen. Da. Boah, Seeschlange ist mir egal. Okay, dich will ich trainieren. Ifrit. Ja. Ich mag halt Ifrit so sehr. Aber zwei davon brauche ich doch nicht wirklich. Zu was bist du eigentlich? Obwohl, hier habe ich einen mit Wasser. Na, ich nehme dich mit. Ach, du kannst auch anzünden? Ah, okay, gut. Was kannst du erlernen? Aqua, Drehflosse, TP, hoch, 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 hoch. Wasserverstärkung, freies Feld. Oh, hat aber einige Formen. Okay. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Hai-Alarm. Einen starken Gefährlich. Würde ich unterliegen. Also weiche ihn. Wow! Okay. Now, off we go. I know little about the world above. Let alone this babble, you see. Something swimming around over there. I don't like the look of it one the bit. Why not? Vaughn, does this not remind you of anything? Hey, let's try touching it. Oh, please don't! Bloß nicht. Whoa, what was that? Oh, real actual people. I thought I might have been seeing things. who are you? Riku! Oh, my bad. My name's Riku. Oh, ich liebe Riku. Man, I wish that Mirage hadn't come along and trashed my boat. Because I was having a great day of treasure hunting. I'm a good swimmer, so it's no biggie. But I was really starting to get pooped. Then I spotted you guys sailing along on top of old Adamantus here. So, is there some story behind all this? 3 Stunden später. The more the merrier. Enjoy the cruise. Thank you. Man, how totally awesome are you Mirage Keepers? It can't be easy befriending an Adamantus. Honestly, I think we just happened to bump into a really nice one. Oh, so you're trying to get to the Babel region, right? You need to set a course that way. Oh, ich liebe Riku. Sie ist cool. Und es ist sogar die aus Shall we be on our way? Final Fantasy X2 sogar die Version. Take it away. Let's go. Oh nein, fuck. Nein! Shit! What now? It's hostile! And really the strong! Oh, bitte. Die lassen aber die Seeschlange kleppen. Was zum Teufel? I got this. Oh nein! Kann ich ja nicht wirklich viel machen, hä? Huh?
dann. Ja. Autsch. Okay, also, dann auf ein neues. That was close. We'd better. Perhaps we took a long turn. Dude. Well, we're navigating, so we've got no one to blame but ourselves. Ah, okay, good. Sit back and enjoy the ride. Noch ganz links? Yes. I remember this place. How can you remember so much ocean? Ich warte mal lieber, weil der ist mir ein bisschen zu unsicher. Okay, super. Weiter. Yeah. Oh, das war ein großer Gegner. Somebody combo break this yawn. Oh, jetzt geschafft. What is it? Oh, die Insel sieht gut aus. Regenbogenbucht. Chapter 10. Too warm a welcome. Oh? Thanks for all the help. Nonsense. No trouble at all. Thanks for showing us the way, Riku. No problem. I needed a little breather anyway. So, where are you headed from here? Hey, there's this place I've been trying to reach. Would you mind if I hitched a ride a bit longer? Sure, I must head back myself. Not a problem. Thanks a bunch. Okay then, back to my regularly scheduled totally awesome treasure hunting. Aww. Ich wünsche, sie wäre da auch mit bei uns. Right. So, what's next? Well, first, why don't we look for a town? Be the careful. Whatever's up ahead, it's causing my Mirage Jar to go the bonkers. Oh, das ist eine Schatzkiste. Hey, ein weiteres Elixier. Super. Okay, also da geht's raus. Ist hier sonst was? Verdächtig, aber nicht. Aber sieht wirklich schön aus hier mit diesen Regenbogenkristallen dran. Bin ich aber gespannt. Aber lass uns mal jetzt nochmal zurück und kurz und speichern, weil ich will nicht nochmal durch das Tiefenmeer durchdackeln. Regenbogenbucht. Okay.
Dann mal sehen, was dieser viel zu warme Empfang ist. Drachenschlucht. Wow. Da ist schon wieder ein Tor. You don't want to take a spill down these the cliffs. Oh, come on. How old do you think me and Rain are? Hey, Lon. Slapstick's less funny if you die from it. Freaky side. Yay. Ich frage mich, was hier die ganze Zeit rumlungert. Oh, meine Frage wird gleich beantwortet. Rusa. Mehr Golems und... Was ist das denn für ein Auge? Ich wollte den Stapel mal platt. Weil die beiden habe ich ja eh schon. Au! Super! Habe ich instinktiv das Richtige gemacht. Hey! Wow, 6 Level? Okay, nur mit 3000 Erfahrungspunkten, ja. Da steht mit großem blutroten Auge, also für mich ist das Auge gelb, aber... Nein. Todesauge. Oh, ich muss schon wieder irgendwas mit dieser Flatter. Wartet mal, echt ohne Scheiß. Ich geh zurück und guck mal, ob ich irgendeinen. Ich glaube, der Kupo. Der Mowgli oder mein Flatterauge. Eins von beiden. Let's make this good. Einer von beiden hat die Flatterfähigkeit, das weiß ich. Eisresistenzen. Also nun sind sie nicht stark. Also je mehr Kämpfe ich habe, umso besser wird es für mich. Du hast ja auch entzünden, ja, dann werde ich mal Free erstmal kurz wegschicken. Ich guck mal kurz. Flattern, genau, Schwebeauge, du hast das. Gut, dann möchte ich dich wenigstens dabei behalten. Zwei Resistenzen davon, aber egal. War das ein Insta-Kill? Weil ich habe gar keinen Schaden auf Poppen sehen. Level, 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 level. Yeah!
sieht so aus, als wenn ich nicht von der Seite kommen würde. Paths here are treacherous. Yeah, watch your step, or you. Whoop! Oh, oh! Whoa! What's it? Oh, okay. Na dann. Flying sure is fun. I could fly around all day. Boy, oh boy, oh boy. Did you just accidentally come up with a haiku? And who says boy, oh boy? Nein, falsche Richtung. Ja, ich muss weiter. Ich glaube, ich muss weiter nach links. Und noch einmal. Springen hier. Hat alles für zwei Phönixfedern. Okay. Alrighty, let's go. Ah, okay, du hast wenig. Oh, Amnesie. Ich bin so angreifen, das ist mir egal. Weil ich meine Spezialangriffe benutzen kann. Eigentlich mal wieder ins Mirabord gucken, aber ich werde mir das erstmal aufheben für später. Naja, ich gucke erstmal hier in dem Bereich. Aha! Super Tränke, perfekt. Gut, dann kann ich rüber. Bitte. I wish I was as strong as a dragon. I'd be all like, wow! Which would make you one strange dragon, but I agree. The mirages we're facing have been getting tougher and tougher. You then need to learn to exploit your mirage's elemental resistances. Oh, you want us to blow them up? That's explode, and while I'd love to give you credit for the first four letters, you clearly weren't listening. I was listening. They're mental resistors. Ugh, that's clearly what you've got. Nein, danke. Nein, danke. Haben wir hier? Oh. Hi. Ich guck. Nein. Später. Wenn das genauso einer ist wie der Weißdrache, dann nee, danke. Nein. Yeah, we got this. I guess we're doing this. Oh, die sind neu. Schmeißen wir mal ein bisschen Analyse gegen den Kopf. Elektrodrache. Verursache Statusveränderungen. Ist egal welcher? Okay. Dann erstmal zwei davon Platz. Der hat einen Elektrokonter. Okay, Gegenstände. Ah, perfekt. Ah, Mist. Mist. Oh, ich hätte ihn fast gehabt, ey. All right. Good job.
Du siehst wirklich sehr heilig aus. Größe M. Okay. Schwach gegen Wind und Erde. Sehr cool. Also welche kann man immer gut gebrauchen. Irgendwas sagt mir, dass bis hier Schatztruhen versteckt sind. Ich gehe mal hier lang. Ha! Da unten sehe ich einer. Zwei Heilmittel, super. Super kann ich nicht. Ey, ich will jetzt mal die andere Seite gleich mal überprüfen. Okay, nochmal drei davon. Aber das sind jetzt die einzigen beiden L-Größen, die ich dabei habe. Alle sind S und M. Gehen wir mal die entgegengesetzte Seite, mal die linke Seite mal komplett runter. Also welche. Ich wusste es doch. Du hast haben immer mehrere Gegenstände rumliegen. Okay, dann lande ich da. Okay, das ist erledigt. So, Tama, could you tell us more about exploiting resistances? Kaboom! Would you stop? I won't hold back. Okay, mehr von den Drachen. Oh, Feuer kommt gemalt auf 7. Oh, okay. Das erkläre ich jetzt so einiges. No trouble at all. Oh, fight! Ich glaube, ich werde offline hier ein bisschen. Oh, you may have noticed the mirages here like to the fight with fire. But if you put mirages with high fire resistance in your stacks, you can reduce the damage you take from flames. Also brauche ich doch wieder Ifrit. Menno. Und ich habe natürlich sowohl Ifrit als auch meinen Frifried natürlich weggeschickt. Ah. War klar! Ich habe aber dafür Tama. Auch anzünden? Oh. Abgesehen vom Fuchsfeuer hat sie aber auch sonst keine
keine Angriffe oder was. Super, unsere größten Schwächen sind wirklich Elektrizität und Wasser. Na super. Shit. Noch ein Flatterpunkt. Ah, Schatzruhe. Vita-Samen. Ah, oh, die kommen noch hin. Das ist schon wieder ein roter Drache. Whoa, whoa, whoa! What's it doing? Ethan knows how to play defense. I guess we'll have to give it what it wants. Oh. Als wenn nicht einer links an der Richtung vorbeigehen könnte. Gimme, gimme! Eine Flauschblume. Wo auch immer sich sowas versteckt. It all makes sense now. What? The elemental resistance stuff? You actually followed that? Well, sure. Basically, we need to imprison as many of the mirages around here as we can. Huh? Whoa! What? You're the right! Somehow you understood what to do, even if you didn't understand the whys. I'm a man of action. I don't believe in wise. That much is the obvious. No one in her right mind would put Lon and wise in the same sentence. Okay, mal wieder so eine typische Sackgasse. Ha! Ein Heilmittel. Mal gebrauchen. Ich weiß aber echt nicht, ob ich diese roten Drachen wirklich herausfordern kann. Wenn ich irgendwo einen Speicherpunkt hier noch hätte, dann würde ich es echt versuchen, ey. Let's make this good. Dude, it's on. Okay. Okay. Ich kann die echt herausfordern? What the fuck? Ach ja, sie greifen mit Feuerattacken an. Shiva ist hier nicht gut. Scheiße. Ach, hätte ich noch denken können. Nach dieser Diskussion. Na komm. Nur für Analyse. Okay. Ach ja, der Konter. Da kommt Sturzkraft hoch. Thank you.
Riese, roter Drache. Lande einen Volltreffer. Nicht mehr rumärgern. Lande einen Volltreffer. Also reicht es eigentlich auch nur, wenn ich normal angreife? Wo sind mal die Volltreffer, wenn man ein... Wow, okay. Hier würde wahrscheinlich... Okay, muss nicht mal ein Volltreffer sein. Good job. Aber gut zu wissen, dass ich gegen die auch so antreten kann. Nicht so wie bei dem Weißdrachen. Okay, da ist eine Schatztruhe. Ich habe aber keinen anderen großen, den ich gegen bei Shiva einsetzen kann. Außer ich benutze halt die große Raiden. Mit dem Schwebeauge zusammen. Du hast auch. Ich glaube, der Mandragora hat sowieso eine Schwäche von Feuer. Du dürftest eine Resistenz dagegen haben. Okay, eine große Raid machen wir dann. Na dann los! Zumindest die normale Musik. Alrighty, let's go. Come on, bring. Und es sind zwei davon. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn er geht nach unten werden würde. Okay, hat geklappt. Gut, dann kommst du nochmal mit deiner dunklen Szene. Okay, beide sind blind. Super. Jetzt nur noch hoffen, dass irgendwer eventuell Zeug davon landet. Der eine hohe Volltrefferrate hat. Okay. Und dann geben zumindest gute Erfahrungspunkte. Sekunden weiter. Ein Supertrank. Oh.
it's on. Let's make this good. Oh. Eine andere Art von... Oh, okay, und es ist ein Stapel. Vielleicht endlich einen neuen Drachen? Was ist es? Es ist ein Stapel. Nee, hast du nicht. Analyse bringt nichts. Zumindest noch nichts. Passt. Genau, du hast Vita. Sturzkraftmittel, Sturzkraftgeregelung. Sturzkraft hoch. Okay. Das überstehen sie eh nicht. Außer ich würde meine Heil-Items dafür verwenden, die zu heilen, und dann wieder umzustürzen und so weiter und so fort. Ich komme wahrscheinlich eh noch dazu, mir so einen neuen zweiköpfigen Drachen zu holen. Also rumlaufen, für vier Drachen shoppen. Okay, du blockierst also komplett den Weg. Klasse. Ich denke, mache ich im nächsten Part. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.